Meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zu Bunche Klappe mit meiner Wenigkeit. Oh, wir werden ineffektiv. Ja, 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 ist doch gut. Hab's doch gesehen. So, wir haben sehr viel Freude hier am Training. Machen gerade Ausdauer und den ganzen anderen Schlappimmel, der hier dazugehört. Müssen ja da Ausdauer auch ein bisschen hochkriegen. Ja, wird natürlich alles wieder abgezogen, ganz klar. Die Stärke hochkloppen auf den 5 wollte ich da gerne schon mal drauf. Nächster Kampf ist heute. Ja, das gefällt mir ja gar nicht. Jetzt noch die Stärke ein bisschen hochkriegen hier. Kann man ja alles ja nochmal trainieren, noch haben wir ja Zeit. Sieht gut aus, sieht gut aus. Können wir uns denn jetzt ja noch zum Mampfen holen, was halt alles viel zu teuer ist eigentlich für den Scheiß. So. Mal ran an den Speck hier. Aber so gut wie keine Effizienz mehr, finde ich auch gut. Und immer mal wenn die Stärken aufpumpen. So, mal so trainieren hier. Training. Du bist jetzt fitter als je zuvor. Sehr gut. Das freut mich. Alles klar. Ey, lass gut sein. Dann würde ich sagen, kämpfen wir halt. Das weg hier. Nehmen wir mal das und weichen mal aus. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Freut. Das sah ganz gut aus. Ein 6er-Kombo. Aber eine 7er-Kombo. Gut, ganz langes Runde 1 vorbei. Finde ich schon mal gut, dass die Attacke schon mal gar nicht so verkehrt. Oh, 31, Alter. Das ist nicht schlecht. Wir müssen aufpassen, weil jetzt kriegen wir einen Punch in die Fresse. Jetzt kriegst du mal tierisch auf die Fresse, weil wir nichts machen können ohne Energie. Komm, Schiri, mach mal ja was. Danke. Das Wurschert schon mal nur 2, weil man aus Räuschen freut. Gefällt mir nicht. Wir müssten eigentlich noch mal gut treffen. Dafür. Jawohl! Eine Win! Sehr nice. Hey, na du Großer, ich bin Ronny. Nee, Roy. So rum. Der Kampf war klasse. Wirklich klasse, Großer. So, weißt du, wie groß. Was groß gewinnen ist? Ich habe gerade einen Kampf gewonnen, Großer. Und ich will dir danken. Lass uns einen Tee trinken. Ich lade dich ein. Sonst ist der Kampf wirklich Dampf ablassen. Warum nicht? So, wirklich netter Kerl, klasse, wir sehen uns. Nach zwei Runden gehst du in den Hinterhof. So, schönen Abend, nicht wahr? Immer, was? Ja, hallo. Ich will eine Frage stellen. Weißt du was über Selbstzerstörung? Selbst was? Ich bevorzuge Selbstverbesserung, hat mir mein Vater beigebracht. Verbesserung wieder in große Muskeln bekommen, Geld verdienen, neue Sachen besitzen. Du weißt, dass dein Besitz dich am Ende besitzt, nicht wahr? Hör mal, ich will doch nur ein paar Bierchen trinken und dann nach Hause gehen. Ich habe keine Idee, was genau du da willst. Weißt du, für einen Kämpfer bist du ganz schön langsam. Willst du ein paar neue Narben oder nicht? Ohne Narben wirst du sterben. Hey, komm wieder, wenn du bereit bist. Eine Lektion in Selbstzerstörung wartet hier auf dich. Naja. Nur immer doch. So, wir haben wieder 5 Punkte. Sehr an. Kampf überspringen. Aktives Talent. Gibt dir ein zusätzliches Talent, was du im Dings verdienen kannst. Dafür müsste ich aber schon mal Schlag lernen. Angriff. Erhöht die Chance, eine Angriffsphase zu überspringen und Energie zu regenerieren. Naja.
Das könnte ich aber erst hier bei hohen Schlag. Da kriege ich noch ein aktives Talent zu, das ich im Kampf verwenden darf. Fall nicht. Alter Schwede, ist ja Wahnsinn, was du hier alles freischalten kannst. Kampf überspringen. Erhöht die Chance, eine Angriffsphase überspringen. Aktives Talent. Nehmen wir das halt einfach mal. Ui, sure. Weiter. Nice. So, derzeitiger Rang 8. Der hat eine Menge aus da, wie man sieht. Ich habe auch nur 2 Dollar und habe auch nicht mehr gerade viel zu essen oder so. Graduation, ich bin gerade hier. Eigentlich auch nicht, weil eigentlich habe ich da immer was zu essen. Gut, das ist eigentlich alles relativ, denn ich muss heim. Oh, muss ich wieder ans Telefon. Hello. Hey Junge, ich bin schon überall am Umsehen. So ist Toon Frank. Ich sage auch noch, manchmal findet man neue Motivation an merkwürdigen Orten. Du bist tiefgründig, Frank. Ah, lutsch eine Zitrone, Junge. Na immer. Nice, nichts zu fressen hier. Ich bräuchte etwas zu essen. Ich helfe dir nun zum letzten Mal. Ich glaube nicht, dass du hungrig bist. Naja. Kann man sehen, wie man will, würde ich mal behaupten. So, nice, nice, nice. Oh, ich brauche was zu essen. Hier müssen wir erstmal lange gehen, um erstmal. Toll, ich kann nicht arbeiten, weil ich hungrig bin. Frank, ich brauche was zu essen. Wenn ich kein Geld mehr habe, ist das mein Problem. Nice. Dann lieber mal eine Pizza, was haben wir ja nicht dann, ich habe irgendwie Hunger oder so. Was er mir aber sagen wird, sprich, es reicht ja nicht mal für 30. Ich habe keine Kohlen, wie stellst du dir das jetzt vor? Letzter Tag zur Anmeldung bringt mir nicht gerade viel, Ultimate Tape Flat Flights bringt mir auch nicht gerade viel. Eieieiei. So, teste dein Können, okay. Dann sagen wir mal zu. Fight! Ah, kriegen wir schon mal ganz gut hin halt. Mhm. 2, eine 4er Kombo. 5, 11, nice. Runde 2, das gleiche in grün. Fight! Nochmal 5er, 15er Kombo, sehr gut. 2, gut, jetzt eher weniger. Jetzt verlieren wir auch gar nicht so viel, weil wir haben scheinbar, wir können ja die Kampfphasen überspringen, funktioniert wird doch. Nochmal eine 16er Kombo, 18er Kombo, sehr nice, sehr nice, sehr nice. Ja, Kleine hat fast keine Energie mehr. 18er Kombo, nice, 15er. Und Fight. Land ist gut aufgestellt, würde ich sagen. Sehr schön. Win. Auch nochmal 4 Punkte. Minus 16 an Gesundheit und 30 Glück auf, so auf Deutsch. Achso, das ist im Endeffekt einfach hier nur um zu testen. Das beeinflusst ja alles mein AP und Kohle kriege ich dafür auch nicht. So, jetzt haben wir ein Problem. Woher soll ich bitte Kohle kriegen? Weil ich habe Hunger. Man kann ja mit Hunger nicht arbeiten. Und mit 2 Dollar kann ich mir nichts kaufen. So, Handling am Anfang. Was haben wir hier? Training, Training, Training. Das ist noch nicht freigeschaltet. Aber wir haben ein Problem. Ich habe 4 Talentpunkte, sehr schön. Lernen für 6.
trotzdem ein Problem. Ich meine, klar, ich kann mich ja anmelden, ohne Frage, aber was bringt's mir? Ohne Essen kann ich nicht machen. Kann ich ja einfach mal, nennen wir es einfach mal, gar nichts machen. Ich kann ja weder arbeiten, noch kann ich, ja, keine Ahnung, irgendwas machen. Also halt gar nichts, würde ich mal behaupten, ohne Essen. Gibt's was Neues nach der Pizza Spezial? Ich würze das hier mit speziellen indischen Gewürzen. Für meine Schaumkunden mache ich die Pizza mit extra Gewürzen. Willst du sie mal probieren? Ja, schmeckt bestimmt gut. Ich habe ein bisschen lieber kein Problem, ich kümmere mich darum. Alles klar. Alter. Pizzas da, stellen Sie sie da ab. Hey, was ist mit meinem Geld? Wir haben eine Vereinbarung mit Jesus. Stell die Pizza einfach ab. Ich weiß nicht, was für eine Vereinbarung. Ich brauche Geld. Na dann los, hol's dir doch. Was gegen Crocodile? Was deine Gesundheit ist sehr gering. Sie beeinflusst deinen Kampf. Du solltest dich etwas ausruhen. Ja, nice. Kommst du mir jetzt damit? Bringt mir auch nicht viel. Na, fight. So. Funktioniert schon mal ganz gut hier. Das, was wir jetzt hier drin haben. Ja, klar, holen wir mal den 19er-Kombo raus. Ja, komm. Treff ich immer wieder was. Ich habe genug Ausdauer. Bald. Ja, komm. Zack, 15. Er hat keine Ausdauer mehr, das ist halt der Vorteil. Gut, er hat leider 20 generiert, halt Wahnsinn. Das ist halt Wahnsinn, so. Fight. Wenn er mehr auf Angriff gehen würde, das wäre ja mal hilfreich. Zack. Ich verliere den scheiß Player. Zack, danke, los. 17, 29, 40, ja, das ist, was willst du da machen? Das war seltsam. Ja, toll, Kohle hat es mir auch nicht eingebracht, außer dass mein Leben für ein Arsch ist. Ja, zu müde, zu hungrig, immer geil. Oh, da weiß ich nichts, was du machen sollst, weil ich bin gerade mal ein bisschen, ja, ratlos. Ich verliere halt Werte wie so, ganz klar. Ja, Hunger, das ist ganz klar. Ich kann ja auch nicht trainieren, ich kann ja gar nichts machen ohne Kohle im Endeffekt. Gibt es hier irgendwas bei den Street Fights? Nächster Kampf ist morgen, Kampf ist verfügbar. Ja, versuchen wir es halt einfach mal, würde ich mal behaupten. Ach du Scheiße, ich habe ja kaum Energie. Das ist das nächste Problem, ich kann ja keine Energie auftanken. Bin ja wie auch alt. Ja genau, meine 13er Kombo raus, passiert halt gar nichts, also ich verliere ja. Ja. Treffen ist schon eine Gunst, Wahnsinn, fight. Und er weicht aus und weicht aus und weicht aus. Den Kampf werden wir verlieren, haus hoch. And lose. Thank you very much. Verletzung, du wurdest verletzt, du brauchst etwas Ruhe. Hirnerschütterung, du fühlst dich etwas komisch, das Training weniger effektiver. Oh, nice. Dafür habe ich 6 Punkte. Was ich hier zum Freischalten von hoher Schlag. Zieht 7 Energie ab.
Also oder im Endeffekt was? Dieses Talent. Es gibt ja ein zusätzliches Talent, Lernen für 6, ja, ist aber halt einfach noch kaputt, weil dafür müsste ich erstmal hier irgendwas lernen. Dann nehmen wir einfach mal den hohen Schlag. So. Ändert trotzdem nicht an der Situation, dass ich immer noch nichts zu essen habe, immer noch keine Arbeit nachgehen kann. Zu müde, du kannst nicht arbeiten, weil du zu müde oder zu hungrig bist, ja. Das war aber Sherlock. Die meisten Leute sehen nicht dumm aus, bevor sie den Mund aufmachen. Wenn du nichts zu sagen hast. Ja, ja, eigentlich habe ich was zu sagen, aber. Ist halt für einen Arsch. Das ist halt für einen Arsch, das ist gerade das Problem. Dass ich hier nie weiterkomme. So, könnte man jetzt eigentlich sagen, gut, alles klar, man geht jetzt hier zum Bauen, arbeiten wir wieder, dass man wenigstens ein bisschen Kohle reinkriegt. Den wir die ganze Zeit nichts mehr machen konnten, wenigstens schon mal vom Vorteil. Verlieren natürlich jetzt wieder massiv an allen, ist ganz klar. Wir brauchen halt auch schon wieder Kohle. Das bisschen Ausdauer, was wir hier kriegen, ist ja nicht das Problem. Hauptsache wir haben Kohle, können wir was zu fressen leisten. Das war halt einfach das große Problem, was wir jetzt hier die ganze Zeit hatten. Ja, ja, Frank, keine Bösewichte, den Witz kann man mittlerweile, das ist ausgelutscht. Gut, sehr gut, 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 gut. So, dann rein hier. Laufen wir lieber. Schieben wir uns 2 Bitzen rein. Und gehen erstmal pennen. Während wir hier weiter Anfängerliga kämpfe. Warum denn jetzt schon wieder? Ich hab doch. Ach Gott, Freud. Haben doch gar keine Chance gegen den, oder? Wollte ich eigentlich schon Strafflügen, weil ich schon mal gucken, ob der mir da Informationen anzeigt über den Gegner. Aber gut, dann kämpfen wir halt. Mit in der Hoffnung, wir gewinnen. Wo man einfach mal 50 mehr Leben hat. Sieht bis jetzt ja ganz gut aus. Kannst du so gut wie gerade gar nicht werden. Ist auch schon mal gut ausgeteilt. 4, oder schön ausgeteilt hier, weiter. Ja, 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 genau, übertreib's halt. Ja, genau. Jetzt treffen wir natürlich wieder nicht. Ja, komm, hau mal einen Punkt runter, können wir machen. Ah ja, genau. Jawohl. So läuft das, wenn nicht anders. Halt, das war ja nicht ein Angriff hier. Right. Los, dankeschön. War halt auch absolut nicht geplant. Drück mich beim Sportladen, wenn du Interesse hast. Ich erklär dir alles. Magier. Wahnsinn, es wird ja immer komplizierter, ja. Beim Zauberladen. Nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Ich wollte eigentlich home. Ah, wollte halt. Brauche ja gar nichts zu essen. Wollte mich einfach nochmal hinlegen und mal meine Energie wieder hier auffüllen. Ja, wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Noch eine Pizza hier reinschieben. Da mal pennen gehen. Wir müssen unbedingt unsere Werte wieder trainieren, das ist Wahnsinn. So. Schieben wir uns das 2-mal näher, dann machen wir da gut Energie, dann können wir auch schon wieder hier ein bisschen trainieren. Sparen wir Kohlen. Das ist trotz all dem sehr ineffizientes, was wir hier machen. Spätestens dann, wenn es nämlich mal effizient wird, können wir auch gleich wieder damit aufhören.
passt ja. Jetzt lässt das hier beispielsweise schon mal ganz gut nach. Will Liegestützen. Oh, Wahnsinn. Sollen wir nochmal arbeiten gehen hier zu Fuß. Kohle ist ja das A und O heutzutage. Lassen wir es einfach mal durchruddern. Jetzt muss man alle Trainingsgeräte drehen kaufen können. Das wäre jetzt vielleicht mal noch so ein Plan der Dinge. Ja, haben natürlich wieder verloren, ist ganz klar. Du bist hungrig oder? Ja, ich habe keine Energie mehr. Das ist das Ding der Dinge. Sei gegrüßt, mein Held. Ja, ja. Übertreib's, wie gesagt, nicht. So. Kurz hier was zwischen die Kiemen schieben. Gehen wir schon mal pennen und dann gehen wir nochmal auf Arbeit und irgendwie der Kohle ranzukriegen. Dann lassen wir unsere Werte halt erstmal wieder in den Keller ein bisschen plumpsen. Keine Ahnung, wie ist es halt auch nicht so genau. Ist schwierig, muss ich sagen. Ist schwierig. So, jetzt haben wir schon wieder genug Energie. Freundlichkeit ist sowieso. Was ist Freundlichkeit? Lust und Laune. Das ist sowieso, geht's eh nicht nach Lust und Laune. Geht's halt danach, was halt funkt, was halt nicht funkt. Ich denke mal, $100 können wir damit definitiv noch verdienen. Da können wir uns erstmal noch. Ja, wir brauchen unbedingt eine Ausdauer. Also dieses komische Förderband noch holen. Jawohl, von der Energie her dürfte es sogar noch ganz knapp reichen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehen wir nach da rüber. Psst, ihr Herr. Ziel erreicht, Magier. Was gibt's denn? Du bist der Typ mit den Zaubertricks? Zauberei? Nein, nein, das ist Wissenschaft. Ich mische in meinen Kellern, sieht so aus wie blö. Naja, okay, klingt ja toll. Das gibt es. Natürlich ein paar Nebenwirkungen, aber nichts Schlimmes. Und ganz bestimmt nichts, was den mutigen Typen wie dich aufhält. Erhöht kurzzeitig die Stärke. Erhöht kurzzeitig das Geschick. Erhöht kurzzeitig die Ausdauer. Ah ja. Verstehe. So, kleiner... was? Wing Kung Shing Shu Shi. 10, 12, 2. Zufriedenheit 1. So, dann kaufe ich das mal hier, wenn sie da nichts dagegen haben. Und wir können wir momentan kämpfen. Ja, 15 von sonst was. Dein Fortschritt in der Liga. Ach du Heimatland, zufällige Gegner, Ausdauer, gewinne 2 am Stück. Ja, also auch nicht gerade sehr besonders effektiv, könnte man fast sagen. Da müsste man halt später dorthin, würde ich mal behaupten. Wir müssen erstmal kurz hier noch zu Fuß hin. Guten Tag, sei gegrüßt, mein Held. Yo, Mahlzeit. Wir müssten zweimal das oder dreimal das. Und den Rest halt hier dreimal so einsacken. Vielen Dank. Wir gehen zu Fuß. Jo, ist kein Problem. War trotzdem gern hier drinne. So, und dann. Erstmal wieder pennen gehen. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir sind auch wieder fertig für die Part. Däumchen da lassen nicht vergessen, ne? Auch wenn ihr irgendwelche Hinweise oder irgendwas habt, wo ihr sagt, alles klar, das funktioniert so und so. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Und ja, in dem Sinne, ich bin erstmal raus. Lüü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